Also es werden unterschiedlichste Kontrollen gestartet. Jeden Tag unterscheiden wir zwischen mobilen Kontrollen und sogenannten Standkontrollen. Jeder Unfall, der passiert letztendlich, ganz egal mit wem und welcher Art, ist einer zu viel. Und im Regelfall sind Unfälle mit Lkw, mit Schwerlastfahrzeugen gravierender. Durch unsere Tätigkeit werden eben Unfälle verhindert. Und das ist sicherlich ein großer Aspekt unserer Tätigkeiten im Straßenkontrolldienst. Ich muss mich immer auf Fahrer einstellen, ich muss mich flexibel auf Fahrzeuge einstellen, ich muss mich flexibel auf Kontrollsituationen einstellen. Und das ist auch eben das, was den Job so manchmal so interessant macht, dass man eigentlich nie dieselbe Situation vorfindet. An Software haben wir einiges. Im Groben und Ganzen sind es Hilfsmittel zur Berechnung der Ladungssicherung. Es sind Auswertsoftware für Lenk- und Ruhezeiten und eine Software, um Kontrollberichte, Anzeigen zu erstellen. In Bezug auf Ladungssicherung merken wir, dass in den letzten Jahren da das Bewusstsein von allen Beteiligten doch sehr gestiegen ist und dass da wesentlich mehr der Fokus drauf gelegt wird, um auch Unfälle zu vermeiden. Mein Name ist Jochen Bergern, ich arbeite im Straßenkontrolldienst des Bundesamtes für Güterverkehr.